Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Wir spielen Battlefield Gothic Armada 2 mit den Necrons. So, ich muss erstmal selber wieder reinkommen. Ich habe jetzt ein, zwei Tage nicht gespielt. Wir waren hier letztes Mal sehr aggressiv. Ich gucke nochmal den Punkt, weil die Runde müssten wir eigentlich beenden können, ne? Bom, 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 bom. Was waren unsere Missionen? Agrippina und den Sektor, ja. Ich wollte aber, glaube ich, erstmal hier alles killen. Oder habe ich da schon was rübergeschickt? Ne, da wollte ich warten, bis die das angreifen. Eine Runde. Der. Oh, warte, 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 warte. Da war da was. Genau, die beiden warten. Können dann gleich rüberspringen, nachdem die Orks angegriffen haben. Wir haben 5 Flotten. Die anderen 3 Flotten sind in diesem Sektor unterwegs. Und dieser Sektor ist eigentlich schon fast clean. Wir warten auf den Angriff der Eldari, oder wie ich sie gerne bezeichne, Eldar. Und dann können wir uns das Chaos da nochmal wegtöten und dann mit vereinten Kräften dort und dort. Und dann haben wir das hier fertig. Das ist ein Plan. So. Zug beenden. Wenn wir jetzt hier keine Angriffe in unseren Sektoren erhalten, dürfte das alles passen. Oh, das Orkschiff ist nicht geschwächt. Das passt mir ja gar nicht. Oh, shit. Wir müssen uns da in diesem... Wie ist das? In dem anderen Sektor müssen wir uns da irgendwie... verschanzen oder... Da sind zwar nur 4 Systeme, aber da wird es heiß hergehen. Weil das Chaos einfach da sehr gut ausgerüstet ist. So. Machen wir erstmal das Einfache, ne? Ah ne, die sind noch nicht dabei. Dann... Gucken wir mal. Hier. Muss ich kurz selber gucken. Ihr seid alle top, ne? Mehr als 500 geht nicht, oder? Da. 485. Der könnte noch was haben. Der könnte noch was Kleines mitnehmen, ne? Ein Jackal vielleicht? Ach, diese Ladezeiten immer. Was war denn der Vorteil vom Jackal? Scanner. Zerstörer. Was? Der müsste noch reinpassen, oder? Jawohl. 33 Punkte. So. Jetzt würde ich gerne sagen. Es wird alles über diesen Sektor laufen hier. The Skellus subsector is located to the galactic west of the Eye of Terror. Its capital planet, Skellus, is a feral world and was once the homeworld of the Sons of Malice. Once loyal space marines, they turned on the Imperium in the years leading to the 13th Black Crusade. The original name of the Sons of Malice has been lost to Imperial record, but it is speculated that they were one of the 20 chapters of the Astartes Priestess. A founding created with the express purpose of safeguarding the region surrounding the Eye of Terror. The cold and unforgiving wastes of Skellus provide the Sons of Malice no shortage of barbaric recruits. Indeed, the Sons' foul religious practices trace their origins to those of the tribesmen from which they sprang. A scouring, conducted by the Cadian 331st, was thought to have ended these grisly traditions. Certainly, the natives were thought exterminated, and the Sons of Malice driven off.
But rumors have surfaced suggesting that the world is not so empty as was believed. It would seem that the Sons of Malice still stake a claim to this miserable planet. They will surely do whatever they must to make it theirs once more. Okay. Von denen habe ich, glaube ich, noch nie was gehört. Aber man lernt ja nie aus. So, erste Schiff ist da, zweite Schiff. Weil wenn wir den jetzt besiegen, müssen wir hier sofort irgendwie Verteidigung oder sonst was reinbauen. Und dann werden die Orks sich hier regenerieren. Das ist, ach, bräuchten hier eine dritte Flotte unbedingt, ey. Ja, dann sagen wir auch dem Chaos mal Hallo. Hallo Nightlords. Ich werde euch mal eliminieren. Mit meinen Destruktor-Waffen oder was die Necrons haben. Was hatten die denn für Waffen? Verdammt, ich weiß es nicht. Ah. Der Befehl Sammeln bereitet dem Ungehorsam aller befreundeten Schiffe im Gebiet ein Ende. Oh, 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 oh. Hallo Spiel. Alles gut? Was war das denn gerade? Die hohe Kunst des Hakens? Warum habe ich so wenig Schiffe? Ah, muss man mal gucken hier. Was haben wir, was haben wir, was haben wir? Sternpulswelle. Erzeugt eine Welle, ja, im bestimmten Radius. Skarabeus ist immer wichtig. Ach, dieser transdimensionale Blitz. Der größte Scheiß ever. Ja, die haben mal, die beiden haben so Standardsachen. Das ist so nichts, was ich jetzt irgendwie brauchen könnte. Na gut. Ich glaube, wir machen ja gar eine große Taktik. Oh doch, machen wir, komm. Mal schleichen. Ich versuche, an die Schiffe ranzukommen. Ah, der kann keine Schleichfahrt machen, ne? Dann braucht man die eigentlich auch nicht. Drei feindliche Signale. Frontbewaffnung aktivieren. Das Jäger. Dann haben sie uns entdeckt. Dann können wir uns auch dem Feind zuwenden. Frontbewaffnung ist noch aktiv. Versuche immer mehr ranzukriegen. Damit er scannen kann. What is your command? Ja. Ich kann as you command. Das ist ein sehr transdimensionaler Scheißblitz. Ich glaube nicht, dass der was bringt, aber. Feuer. Dann kannst du schon wieder zurück. Oh!
Hat der Blitz mal was getroffen? Ihr auf den, du auf ihn. Ach komm, weil du so nah dran bist. Oh, oh. Das war jetzt nicht meine... Oh, 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 oh. So, da ist eine Schiff da. Ich gehe noch mal entdecken. Blitzschlag, du entkommst nicht. Hammer. So, Feuer frei. Und wir suchen jetzt schon mal Stress mit dem großen Schiff. Genau, fliegt da mal rein. Das ist ganz praktisch für uns alle. Ich finde das toll. Nein, flieg doch nicht da rein. Du Horst. Ah, warum hätten wir wahrscheinlich doch ein bisschen... Das gibt's doch nicht. Sind sie jetzt zusammen wie Knuddel? Knuddel doch nicht. Du kannst da mal schießen, Junge. Ah, ich hab ja... Oh, das ist mein Fehler gewesen. Das Autofeuern ist aus. Oh, Heinrich, ey. Das Wichtigste muss doch aktiviert sein. Ah, der kann leider nicht, ich glaube, die Frontwaffe ist besser als die seitliche, oder? Meuterei! Was knuddeln die da andauernd? Was macht ihr da, ihr Scheißschiffe? Hör mal auf zu knuddeln! Reassembling Coherence! Armer Mann. Ich versuche da nochmal einen Blitz hinzuballern. Nee, Anstöße. Oh, komm ruhig näher. Ich setze ihn da schön vor die Füße, du. Ja, komm, 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 komm. Ah, da wenigstens ein bisschen Schaden bekommen. Achtung! Das ist mir zu gefährlich. Haben wir es geklärt. Jetzt sind wir mal Leute rüber. Okay. Alle Mann, Frontbewaffnung. Und jetzt wollen wir mal hier so hin. Schwur ein bisschen vor. Also der Große muss rein, damit wir hier diese Sternimpulswaffe machen können. Und dann noch Skarabeus-Schwärme. Also ich würde gerne alle reinballern. Ja. Ich könnte erstmal... Ah, normal bitte.
Komm. Inevitable. Ready to serve. Adopting defense protocols. Das ist alles. Alles in den Dutten hier. Ready to serve. Moving. Machen wir auch hier wieder seitlichen Beschuss. Der muss noch ein bisschen ausharren. Skarabäus-Schwarm aktivieren. Das bringt schon mal ein bisschen was. Seitlicher Beschuss auch da aktivieren. So, auf den nächsten. Auf den nächsten. Alle Mann sind drin. Und das ist doch schön. Dann schieß mal lieber auf den, oder der ist ja gleich tot. Hier auf den. Ah. Ich liebe den Skarabäus-Schwarm. Ich glaube, ich habe das schon tausendmal gesagt, aber er ist einfach geil. So. Jetzt haben wir mal an der Tür geklopft. Mal gucken, was das Chaos als nächstes macht. Ich würde mich natürlich freuen, wenn die dann durch unser System springen und dann zu den Orks gehen und die Orks platt machen oder andersrum die Orks, die das Chaos platt macht. Aber ich glaube, da haben wir noch ganz zwei große Brocken vor uns. Aber wir brauchen unbedingt eine größere oder eine dritte Flotte hier oben. Na, weil diese riesige Station macht mir Angst. Und hier diese drei Einheiten im Skellos-System, wenn ich das so richtig ausspreche. Ich habe da nicht so richtig aufgepasst. So, Verteidigungsplattform. Aktivieren, Minen aktivieren. Sind wir hier erstmal safe? Hier haben wir auch echt gut Geld, ne? Kann man nichts sagen. Haben wir hier noch was auszubauen? Ich habe irgendwie noch Punkte zu vergeben. Nö, dann nicht. Wie sieht's hier aus? Ah, da müssen wir immer noch warten. Ich muss warten, bis er einen rauskommt. Rüste ich auch mal auf. Uralte Stellung. Machen wir. Jetzt haben wir... Oh. Noch mehr Ressourcen. Einnahmen durch Ruhm. Oh, fantastisch. Fantastisch. Können wir hier... Ah, können wir auch bauen. Yes. Geil. Und wir kriegen trotzdem noch voll die Ressourcen, ey. Super. Ah, da warte ich noch einen Zug. Den beenden wir mal. Warum heißen die jetzt Aldari? Oder... Ich kenne die nur unter Eldar. Oder ist das ein Sammelbegriff? Weil es gab ja... Warte mal, es gab ja zwei Dark Eldar, ne? Das war eine Fraktion, haben wir hier auch schon gesehen. Die sind ein bisschen schnittiger, die Schiffe. Und dann gab es ja die normalen Eldar-Schiffe. Mit ihren komischen Segeln. Die haben wir hier auch schon gesehen. Ja, da kommt die nächste Ork-Flotte. Ja, Agrippina ist echt die Hölle los. Geringe Dringlichkeit, ja, ich krieg das. Oh, was ist denn passiert? Warte mal, warte mal, warte mal. Ach, die haben das erobert. Schau an. Das ist ja nett. Du bist voll, ne? Egal, komm. Rein da. Du könntest noch ein Schiffchen gebrauchen. Ja, erstmal die rein da. Aber das machen wir Outro, weil die haben ja keine Chance.
Tut mir leid, aber den Dach noch. Ah, Stufe 5. Jetzt können wir sogar schwere Kreuzer bauen oder was? Geilo. Und wir können eine Flotte bauen. Wir haben Geld, wir können eine Flotte bauen. Das ist geil. Das ist geil, das ist geil, das ist geil. Wir können überall Verteidigungsplattformen bauen. Das ist so geil. Ah, ich lasse das erstmal hier. Ist ja eigentlich egal, wo wir die bauen. Wo ist denn ein großes Systemchen? In die Mitte? Ah, hier können wir nichts bauen. Ah, hier. Dann holen wir uns doch mal hier jemanden. Was haben wir denn hier? Hier, ein Kreuzer. Das sage ich doch nicht, das sage ich auch. Mit Skarabäus, das nehme ich doch. Skarabäus-Schwarm, gib her. So, dann kriegst du noch neue Schiffe. 291 haben wir von 550. Jetzt können wir noch mehr nehmen. Ich glaube, noch ein Schwärm wird wahrscheinlich nicht klappen. Ma. Ich sag mal einfach klicke. Nee, nicht so ganz. Dann haben wir doch hier noch einen mit Skarabäus, oder? Warte mal, der hat nur. Der hat Jäger, Doomjäger, Skarabäus. Warte mal. Ja. Ja, doch, er hat die Fähigkeit und nicht das Schiff, okay. Bin ich wieder blind? Hat hier keiner einen Skarabäus-Schwarm mehr? Blitzbogen, Batterie, Gauss. Ah ja, die haben ja Gauss-Partikel-Waffen gehabt, genau. Hm, hier ist die Reichweite, Edelwitz. So. Also irgendwie stört mich, dass ich hier keinen nicht mehr sehe. Das kann hat mir die Fähigkeit Skarabäus oder kam das von den Helden? Mit den Skarabäus, weil es scheint ja die Schiffe nicht zu haben. Verschleierte Hülle. So, 70 Punkte, dann gibt es noch einen Jackal und dann reicht das. Bestätigen. Dann, mein Freund, springst du in diesen Bereich. Upsi dupsi. Jetzt habe ich den irgendwie nicht markiert. Wo warst du? Schiffchen. Du. Kommst du mal mit hier hin und dahin bitte. Ah, Waffenplattform können wir hier, Raumstation können wir nicht bauen. Ich muss hier warten, bis einer, entweder die Orks mich angreifen oder ihm hier mich angreifen. Wir haben da, na, ich möchte ungern, die kriegen wir nur zwei rein. Das heißt, ja. Entweder davon muss uns einer töten wollen oder davon. Und dann können wir erst da weiter agieren. Dann haben wir noch einen Punkt zu vergeben. Ah ja, ich wollte mich auch ein bisschen hier auf Nahkampf spezialisieren. Bewaffnung. Aber man kriegt viel zu wenig Punkte, finde ich. Der Impulsgenerator erhöht 50% den Schaden. Das macht natürlich diese eine. Das klingt eigentlich auch geil. Machen wir.
Ich hoffe, wir kriegen noch genug Punkte, um alles irgendwie auszurüsten. So, ja. Sind die Schachmatz? Was können wir hier noch machen? Haben wir schon gemacht? Oder als nächstes kommt dann er hier. Imperialer Widerstand. Igitigit. Den Sektor haben wir ja auch schon fast komplett aufgerüstet. Und Zug beenden. Oh, da gibt's bald einen Angriff. Ich glaube, hier dieses... Ach so. Wow, 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 wow. Ach, komm, machen wir mal abbrechen da. Der Agrippina-Sektor interessiert mich noch nicht. Mal kurz gucken. In 4 Zügen kommt da die imperiale Armee. Wir haben aber da gute Verteidigung. So. Würde ich aber erst sagen, gibt es hier Chaos noch auf die Nase. Und du kriegst noch, bevor du das Chaos einen auf die Nase haust, kriegst du noch mal ein Schiffchen. Ah. Jetzt haben wir diese Einheiten verbessert? Nö, das ist nur, weil der wahrscheinlich so gut entwickelt ist. 200 Punkte. Kriegen wir da einen rein? Kreuzer kriegen wir nicht. Kriegen wir den rein? Ja. Bestätigen wir. So, dann gucken wir mal kurz weiter. Nicht, dass ich was übersehe oder so, aber hier sind... Na... Alles dufte. Aber hier kriegen wir jetzt auf die Nase. Das Chaos möchte in 2 Runden zu uns stoßen. Mhm. Uralte Stellung. Mehr Konstruktionspunkte. Machen wir. Ich möchte nämlich hier so schnell wie möglich diese Raumstation haben. Das wird hier echt ein Fest. Ja. Nicht positiv gemeint. So, und dann haben wir jetzt eine Schlacht. Können wir hier noch irgendwas ausbauen? Uralte Stellung. Kriegen wir minimal ein bisschen mehr Geld. Hier auch. Kriegen wir noch mehr Geld. Schaltet einen Gruftstalker-Upgrade frei, wenn die vergessene Bibliothek Stufe 3 erreicht. Ja, machen wir. Und machen wir das erstmal. Und dann gehen wir ein bisschen auf Sparkurs. Und ich würde sagen, nochmal ein Kämpfchen. So, 1500 Punkte gegen 1000, ach sagen wir mal unten auf 200 Punkte. Nightlords, World Eaters haben wir als Feinde. Mann, ganz schön chaoslastig hier die Kämpfe. Tempo und Wendigkeit sind das A und O der Aldari-Flotte. Okay. Ich bin gespannt. Kein Kreuzer. So, ganz normale Schlacht, das heißt... Keine Punkte einnehmen oder so ein Rotz. So, Massenrückruf. Transdimensionaler Blitz. Scarabeus, der ist sowas von wichtig. Der Typ. Und der hat einfach nichts. Na gut. Nö. Ich werde sowas erstmal von nicht gegen die Station kämpfen. Und wenn es geht, Tarnung.
Ich will erstmal von der Station weg. 5 feindliche Signale. Erstmal. Weg. Nee, nee, weg, 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 weg. Weg von der Station. Die tut uns weh. Frontbewaffnung. Okay, wir machen mal Play. Wir wurden entdeckt. Dann schicke ich da auch mal Jäger raus. Feuer. Na, noch nicht tot, das eine Schiff. Ich hätte es erwartet, dass wir es gleich killen hier. Gut, den. Hammer. Ihr nehmt den da. Ihr nehmt den. Und das ist doof. Kommen wir wieder zurück. Oh, Bidubio. Hier, du hast du schon. Leute rüberschicken. Rede ich mal in die andere Richtung. Hm, das ist irgendwie nicht gut hier. Der ist beschädigt, das passt mir gar nicht. Das ist nämlich genau der mit dem Skarabäus-Schwarm. So lange hier. Boarding successful. Frayed ones are feasting. Komm auf das Meutereischiff da. Das kleine Räder. Nicht in Reichweite, der kann nicht. Sind zu weit weg immer. Ach, zu doof. So, das reicht. Du machst mal Frontbewaffnung. Na los, killt das Schiff da, verdammt. Der ist auch gleich sowas von im Arsch. Ja, hinter den. Ah, wieder daneben mit seinem scheiß transdimensionalen Blitz. How may I
kann ja auch nicht zurückziehen, ne? Ich mach da mal einen Notsprung. Der ist so gleich. Sonst wird er, der hat keine Chance mehr. Tja. Mal zurückziehen. So. What is your command? Ah, der transdimensionale Blitz geht leider in meine Richtung. Ups, und weg. Und mal wegfliegen. Los, alle Mann da drauf da. Ne, du musst auch seitliche Bewaffnung machen. Jetzt bist du nämlich auch gleich weg. Der kann schon wieder quasi einen Notsprung machen. Er macht Harakiri. Zehn Sekunden und dann kann ich ihn rausspringen lassen. Oh, Deck beschädigt. Nehme ich mal die Frontbewaffnung, damit er ein bisschen regeneriert. Schade. Nicht rammen, nicht rammen, nicht rammen. Ich mach mal Massenrückruf. Ah, da gehört er nicht zu. Scheiße. Hör auf, mein Schiff zu rammen, du Arsch. Meuterei, trotzdem weiter drauf ballern. Obwohl, du machst jetzt mal... Genau. Na komm, explodier, das muss doch deinem anderen Schiff da auch wehtun. Frontbewaffnung hinterher. Du schießt ja eh nur mit der Front. Du kannst auch mal mit der Front schießen. Dann müsste der ja gleich zerstört sein. So, ein bisschen vor. Na komm, den letzten müsst ihr mal hinkriegen da.
Okay. Das Problem, was wir jetzt haben, ist die Station. Die Station. Feuer frei. Wir müssen irgendwie nah ran, finde ich, um unsere letzten Enter-Manöver durchzuführen. Der kommt nicht aus dem Knick. Oh, 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 halt. Das Triebwerk ist im Arsch. Dann mache ich mal einen Notsprung. Kriegen wir vielleicht ein neues Schiff? Oh! Alter, was ist denn hier los? Ich dachte, ihr seid schon aus dem Reich, aus der Reichweite. Ja, wo sind sie denn? Wo ist meine Verstärkung, bitte? Kommst du, kommst du, kommst du? Dann zieh ich den kleinen auch mal zurück. Oh, ich glaube, ich habe gerade den falschen ausgewählt. Ready to serve. Wo ist der? Wo ist der? Komm mal in den Nebel rein. Wo ist denn der andere da? Magas. Oh, ihr könnt ja von da angreifen. Frontbewaffnung. What is your command? So, die bleiben außer, auf der Distanz, ne? Oder? Nee, komm. Wenn man ran da. Initializing motive power. I serve your glory. Dreckige Station, ey. Na, ich glaube, die anderen eher als. Ready to serve. Ja. We are death. Oh, da mal einen Kettenblitzmann. Das ist ganz gut. Der kann in 4 Sekunden springen. Kettenblitz auf ihn. Ach, ist das schön. Enter-Manöver. Ey, wo ist der andere? Der ist da hinten am Arsch der Welt. Genau, nochmal einen schönen Scheißblitz reinsetzen. Seitlich schießen. Du müsstest da mal ein bisschen weg. Genau. Das Abfangjäger. Kugel der Wiederbelebung. Machen wir mal alles. Tja, leider hat der Nahkampf nichts gebracht. Waffen beschädigen wäre ganz geil. Ah, Besatzung war ganz schön viel Besatzung da noch drauf.
Waffe zerstört. Also wir müssen ihn näher ranzukriegen. Ah, du hast ein anderes Problem gerade. Oh, Schutzschild ist wieder aktiv. Jetzt nicht mehr. So, da haben wir auch nur Blitzangriff. Da können wir nochmal näher ran. Und so nochmal Leute reinschießen. Das dauert eine Ewigkeit. Darum mit den Stationen nicht in den Nahkampf gehen. Denkt immer an Star Wars Episode 8, 6 mal nicht, Entschuldigung, an 8 denkt gar nicht. Da hat hier auch General Akbar seine Flotte in die Flotte, in die gegnerische Flotte der Imperialen Armee. Ist die Imperiale Armee? Nee. Nee, auf jeden Fall ist er nicht gegen den Todesstern geflogen. Der Todesstern hätte die alle auseinandergenommen. Da ist er lieber zwischen den feindlichen Sternzerstörer gegangen. In den Nahkampf. Darauf wollte ich hinaus. Nicht mit anderen Schiffen, wenn andere Schiffe da sind, die Raumstation angreifen. Ganz einfach. Eine Raumstation gesondert, konzentriert angreifen. So, das Video ist jetzt wieder ein bisschen länger geworden. Wir haben gesiegt. Es war auch mal sinnig, Leute zurückzuziehen. Wir haben ja genug gehabt, ne? Und somit haben alle ein bisschen Erfahrung gekriegt. Wir haben ein bisschen Ruhm gekriegt. Sind sehr Sekt. Das System gehört uns. Gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Unterstützt die Gruftwelt der Necrons. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.